Und damit willkommen zurück am 7. Mai 2020 hier auf Präludien. Wir haben Post, einmal von Nook Shopping, den Fußballspot, den ich bestellt habe, den hellblauen. Und vom Meilenprogramm, was habe ich denn da? Ah ja, ich weiß sogar, was ich bestellt habe. Oh, da läuft Zenobi gerade. Den Rest werfe ich mal weg. So, ja, dankeschön. Stimmt, schaut sich wieder die Schildkröte an, ne? Ja, cool. Okay, dann noch von Lennart, einen leeren Brief. Den werde ich dann auch gleich mal auch wegwerfen. Ich schaue ja immer, dass ich nicht so viel habe. Herzlichen Glückwunsch, um die Unterkellerung deines Hauses zu würdigen, bekommst du ein Geschenk, auf das du deine eigene kleine Oase schaffst. Akademie des schönen Hauses, nice. Sehr, sehr cool. 3 Main-Tickets, warum auch immer. Wo ich die habe, keine Ahnung. So, weiß ich nicht mehr. Was ist denn das? Ah ja, genau. Okay, das ist die Presse. Ein Tuchreiter. Sandkasten und Straßenlampe. Die Zypresse haben wir gerade vom Main-Programm bekommen. Ah, die kennen wir schon. Naja. Tenobi, was machst denn du hier? Oh, Noni, Mecker. Wie es wohl mit meinen Eltern so geht, vielleicht sollte ich einfach wieder mal anrufen. Das wäre eine gute Idee. Da sind meine 2 Goldrosen. Das sind so auch die einzigen Goldrosen, die ich habe. Und hey, ich habe Nookmine? Let's see. Der Traum vom Eigenheim. Ja, weil ich auch den Keller nun gebaut habe. Den schauen wir uns später nochmal an. Jetzt möchte ich mal kurz hier hin. Leider keine weiteren Lilanen. Es fehlen ja immer noch ein paar. Und auch hier nichts, ne? Im Ladescreen war das gerade voll cute, da saß Gunnar hier und hat ein Sandwich gegessen. Immer noch mein. War mega cute. Emotionsmeister. Ja, stimmt. Sollte ich vielleicht mal zeigen. Ich habe nämlich eine neue Emotion bekommen. So. Ja, nur das. Oh Gott. Wieder mal extremst laut und sonst scheinend von Steffen. Bam, 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 bam. Da war der. Oh, stimmt. Den Nisa habe ich bekommen. Ha. Mega cool. Kann ich euch ja mal zeigen. Ups. Falsche Taste. Angst, Panik, Ermüdung. Ja, ich werde den mal wegmachen. Und dafür den Nisa. So. Gesundheit. Oh, wie cute. Gefällt mir richtig gut. So, dann hier sind die Blumen ausgewachsen. Schaut jetzt auch echt gut aus. Und hier ist auch gleich die Flaschenpost mal. Alles klar. Achso, genau. Der Ball muss ja weg, weil da kommt jetzt der Sandkasten hin. Da. Mal schauen, wie es ausschaut. Nicht genug Platz. What? Wie Platz braucht denn der? Ah ja, okay. Ist schon recht groß, ne? Das muss man halt mal sagen. Ich hoffe, er passt hier so hin. Ja, vielleicht noch ein Feld. Nope. Aber wieso kann ich ihn nicht breit hinstellen? Perfekt, schon besser. Komm schon. Och man. Das geht nicht. Auch nicht ein Feld zurück. Also muss es so bleiben. Alles klar. Dann die Zypresse könnte ich eigentlich hier irgendwo hinstellen. Die Presse. Ja, wohl keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, ob ich hier eine Bank hinstellen soll und daneben Straßenlaternen. Keine Ahnung. Muss ich noch rausfinden, ob mir das gefällt. Nicht da reinlaufen. Ich will jetzt erstmal den Spot hier hin platzieren. Nee. Fußbodenspot, genau. Ist hellblau, ne? Perfekt. Dann kommt man hier so durch. Und hier habe ich schon mal das Zypressenbad mitgebracht. Das können wir auch schon mal aufstellen. Hier. Soll in einem schönen dunklen Design. Ich habe mittlerweile ja in 2 Designs das Ganze. Hier können wir auch noch was hinstellen. Oder vielleicht sogar in die Ecke die. Ja, das ist schon so das Schönste daran. Deswegen bleibt das hier in der Ecke. Ups. Ach, come on. Ah gut, ich kann da hin. So, ganz in die Ecke damit. Dann kann man hier nämlich noch durch und da noch irgendwas hinstellen. Perfekt. Jetzt schauen wir erstmal die Flaschenpost an.
Hallo Unbekannter, gestern war ich spazieren, da mir eine knuffige Idee für ein Bastelnetz gekommen. Erst wollte ich sie geheim halten, aber jetzt bin ich ganz schlecht darin. Also bastel durch. Hubert, der Erfinder. Moos Gartenstein, Interessant. Let's see. Wow. Das sieht mega nice aus. Kann man auf jeden Fall noch was von zaubern, ne? Jetzt möchte ich gucken, wo, wie viel Platz die Zypresse braucht. Der Handtuchhalter, was ist denn das? Ist das, ja, für die Wand, alles klar. Ja, ich glaube, das passt hier gar nicht schlecht. Ich schieb's mir noch. Ich glaube, das schaut sowieso überall gleich aus. Also hier werden wir so eine kleine Wohlfühloase machen, wo man so secretmäßig reinkommt. Und das werden wir auch heute machen, würde ich sagen. Oh, Ottokar ist zu Hause, dann besuchen wir ihn doch gleich mal. Kann ja nicht schaden. Schauen wir, was er so kann, was er macht. Er läuft aber nur rum, alles klar. Hallöchen. Oh, wolltest du etwas mit mir, wolltest du mich etwa besuchen? Da machst du dich bequem und du entziehst dir alle Ruhe um. Ja klar doch. Keks hat bald Geburtstag, am 13. dieses Monat. Das ist ganz besonderes Datum, kommt nur einmal im Jahr. Hast du recht. Und ihr und Keks, ich glaube, ihr seid ganz gute Freunde, weil das sind ja unsere Schlafmützen, ne? Ich glaube, das sind auch die einzigen beiden. Genau, hier habe ich schon mit dem Weg angefangen. Die Ecken habe ich schon gemacht. Oh. Okay, ja, dann habe ich Geld. Ja, alles klar. Dann schauen wir gleich mal ins Bad. Und perfekt, die Lila, ne, hat sich geklont. Sehr, sehr cool. Die Lila Tulpe habe ich extra gegossen, damit sie sich klont. Und das passiert eigentlich mit einer relativ seltenen, ja, Wahrscheinlichkeit. Aber bei mir hat es geklappt. Es wird immer wärmer. Der Sommer steht definitiv vor der Tür. Naja, nicht so wirklich, ne? Gerade sind so gefühlt 10 Grad nur. Wieso schaue ich das überhaupt hier? So, ich will euch nochmal sagen, falls ihr mein Outfit wollt, meinen Boden, dann müsst ihr in den letzten Part gucken. Da habe ich meine Design, meine... Ah ja, wo ich kann es euch auf dem Pass nochmal gleich zeigen. Meine Dings-ID gesagt, meine Ersteller-ID. So, ich nehme mal diese Angeljacke mit. Ich weiß nicht, ob ich sie schon habe. Unirock, nee. Wow. Das ist ja hübsch, aber nicht für mich. Oh, und es gibt die Königskrone. Ich werde sie mir kaufen, glaube ich. Hm. Ah, und ein Ballkleid. Und zwar das blaue. Aber nicht für mich, sondern das Skinmask. Alles klar. Oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? Nice. So, aber jetzt erstmal das da. Nein. Dann kaufe ich mir noch die Brille, das sah ja so gut aus. Ich möchte mich nochmal umziehen, liebe Tina. So, achso, genau, das Angler-Outfit. Ich glaube, ich kaufe auch tatsächlich die Krone, auch wenn sie 1 Million kostet. Das ist halt der teuerste Gegenstand. Ah, die ist schon nice, schaut sie euch an. So, ich muss sie wieder entfernen, weil so viel Geld habe ich jetzt nicht. Da die Pilotenbrille, in der Farbe. Es gibt wieder den Schlodder, aber den, nee, danke. Da bleibe ich lieber bei meiner tollen Schweinenase. So, nices Outfit auf jeden Fall. Dankeschön. Okay, und dann gehen wir. Ah ja, da ist auch diese Pilotenbrille. Die habe ich davor gar nicht so bemerkt, ne? Also, perfekt, die Lederne hat sich dupliziert. Jetzt brauche ich nur noch eine und dann passt es. Den Fisch kann ich mal fangen. Why not? Und es ist übrigens gerade 17 Uhr. Ich liebe die 17 Uhr Musik. Wie gesagt, immer noch meine Favorite Musik. Zack, jetzt aber. Ich hoffe, es ist mal wieder was Neues. Let's see. Und das ist nur ein Karpfen. Toll. Ist hier vielleicht endlich mal was, wie man sehen kann. Ich habe meine Blumenzucht dezent eingestellt. Hier ist jetzt so gut wie gar nichts mehr. Okay, warum auch immer da gelb rauskommen, wenn ich 2 Orangene züchte, aber okay. So, bevor wir jetzt noch abschweifen mit den Dailies, würde ich sagen, wir schauen in den Nook-Laden rein. Nepp- und Schleppsladen, besser gesagt. Und genau. Oh, eine Arena. Schon wieder ein Fitnessgegenstand, ne? Und ein Diner-Sessel, ja, wie cool, also ein Diner-Hocker. Ich möchte zuerst mal wissen, was ist der Rübenpreis? Oh.
Ja, jetzt eine 0 hinten dran und er wäre gut. So kann man es sagen, ne? Was ist das? Ah, das ist cool. Ich weiß nicht, ob ich das hab. Ein Taktmesser. Nehme ich mal mit. Der macht immer im Takt, stößt er hin und her. Was schaust denn du? Oh, ein Taktmesser kann Stimmung das ganze Zimmer den Kopf schnellen. Ja, das stimmt. Den Fernseher werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Also hier alle drei Gegenstände. Ich werde wahrscheinlich für den Fernseher kein Geld haben, weil er wird wahrscheinlich wieder 100.000 kosten oder so. Aber naja. So, dann eine Bank, eine Handelbank. Wir hatten ja gestern oder so erst Fitness. Jetzt gleich das nächste Fitnessgerät ist ganz gut. So, jetzt wie viel kostet der Fernseher? 50 Zoll. 99.000, das werde ich auf jeden Fall noch kaufen. Einen Stehfernseher. Okay, und was brauche ich hier sonst noch? Ah, eigentlich nichts, ne? Dankeschön. Ich bin echt zufrieden mit dem Diner Barhocker. Der gefällt mir richtig gut. Vor allem auch wieder in Weiß. Keine Ahnung, warum ich immer in Weiß das bekomme. Ich meine, da gibt es echt coole Farben, aber naja, so ist es halt. So. Oh, Gunnar, was machst denn du da? Ich hock mich mal zu ihm. Ich mag ihn echt mittlerweile echt gerne, ne? Naja, er will nicht mit mir reden, dann... Hallo, guten Abend, Noni. Gibt es etwas Schöneres als Frühling auf Präludien? Wohl eher nicht, Noni. Ja, da hast du recht. So, oh, das ist ein, ja, ein Geigenkäfer. Ich habe mich jetzt übrigens genauso, weil hier sollte mal genauso eine Kreuzung entstehen wie da vorne. Und deswegen habe ich mich entschieden, hier Yin-Yang und da Yin-Yang zu machen. Aber genau, ich schweife gerade voll ab. Wir wollen ins Haus, denn im Haus kann man, ja, kann ich mal nach Möbeln für die Wohlfühloase gucken, ne? Ja, die will ich heute auf jeden Fall schaffen. Ich meine, das ist nicht so viel, ne? Deswegen, let's do this. So, ah ja, den Raum, weiß ich gar nicht, ob ich schon erzählt habe, aber den habe ich ganz leer geräumt. Den will ich von Grund auf neu designen. Also gibt es hier irgendwas Luxuriöses? Gehen mehr Fußbodenspots, ja, ist schon ganz nice, aber ob ich das brauche? Den da, den Kirschblütenzweig nehme ich mal mit. Ja gut, ne? Also nichts so krass Besonderes jetzt. Das sind Wandgegenstände, die kann ich sowieso nicht nutzen. Dann Anziehsachen. Ah, ich kann mal meine Fossilien mitnehmen, ne? Ja, da kann ich auch nichts pflanzen. Das heißt, dass ich kann ja nur was aufstellen dort. Deshalb geht das nicht. Ich habe auch echt viele Fossilien wieder. Ja, nehme ich die mal alle mit. Können wir das heute auch noch machen. So. Und dann habe ich das. Perfekt. Ja, dann schaue ich jetzt mal kurz in die anderen Anleitungen. Vielleicht finde ich da noch was. Ah ja, ich habe schon was gesehen gerade. Perfekt. Hier ist noch nichts dabei. Nee. Man könnte so einen Waschbottich aufstellen, aber ist jetzt, ah ja, so ein Saunaofen. Stein, Eisen, Erz, Holz. Und was braucht man da? Stein und Schaufel. Okay. Und so ein Gedenkstein vielleicht noch. Keine Ahnung. Oder sowas. Ein Gong. Eisenerz, Holz und Stein nehme ich jetzt erstmal aus dem Lager. Eisenerz, Holz und Stein. Holz. Eisenerz. Stein. Okay, genau deswegen habe ich die Werkbank hier gelassen. Also das ist das Einzige, was noch übrig ist. So, den Saunaofen, der passt ja echt perfekt dahin. Dankeschön. Weitermachen. Ja, soll ich einen Gedenkstein hinbasteln oder eher nicht? Ein Gong passt auf jeden Fall auch nicht schlecht. Da ist halt auch nicht so viel Platz, aber halt auch nicht so wenig. Deswegen genau. Ich glaube, ich kann da auch sogar Designs anlegen, aber brauche ich das? Ah ja, dann die Bank. Die kann ich jetzt auch gleich mal machen, wenn ich sie schon sehe. So, die kann man bestimmt auch umgestalten. Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt. Und dann ja vielleicht noch so ein Gewächs. Aber da ich eigentlich genügend... Ah ja, Bambussachen. Stimmt. Ja, habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht so coole Sachen, ne? Nimm mal den Bambus-Lautsprecher. Drei Bambus und... Ja, drei Bambus einfach.
Sowas, ja, kein Kochfeuer. Bambus-Bento, wow, wie schön ist das denn? Echt klar, ich brauche auf jeden Fall jetzt noch Bambus. So viel ist schon mal logisch. Und sonst nix, alles klar. Bambus, come to me. Habe ja gut, Gott sei Dank genügend. So, ich muss aber unbedingt noch ein bisschen Frühlingsbambus ernten. Ich habe gerade mal 1,5 Stacks, das ist nicht viel. Aber beziehungsweise, Moment mal. Bevor ich das mache, werde ich erstmal die Umgestaltungskits mitnehmen. Okay. Dann zuerst mal wieder herstellen. Bambus war doch hier, genau. Es ist schön, dass es einfach geordnet ist. Also echt schön, so ein Bambus-Picknick-Set. Das gefällt mir, muss ich sagen. Finde ich richtig toll. Und dann haben wir gesagt, so zwei, vielleicht zwei Lautsprecher. Das sieht cool aus. Und ich hoffe, ich habe schon so eine schöne Entspannungsmusik, die ja gar nicht schlecht hinpasst. Deswegen. So. Umgestaltung möglich, habe ich gerade schon gesehen. Das ist gut. Okay, und dann gestalten wir noch um. Ah, beziehungsweise wir sortieren erstmal das Inventar aus. Wow, ich bin voll. Saunaofen, Gong, Gartenbank, brauche ich alles. Bambus auch, brauche auch. Taktmesser, den war nicht. E-Roller auch nicht. Straßenlampe schon. Deiner Barhocker nicht. Handtuchhalter auch nicht. Hantelbank, eher jetzt auch nicht. Den nehme ich mal mit und den Ball. Ich glaube, da war kein Platz mehr, ne? Aber bin mir jetzt nicht sicher. Ich nehme einfach mal den Rest mit. Gehen wir zuerst zu Eugen, oder? Also ich meine, uns fehlen noch drei Fossilien, deswegen denke ich auch, dass da nichts Neues dabei sein wird. Weißt du, man muss immer so ein bisschen ja, pessimistisch rangehen, so viel habe ich so das Gefühl, weil sonst wird man nur enttäuscht vom lieben Eugen, beziehungsweise von den Fossilien. Eugen kann ja nichts dafür, er analysiert ja bloß. So, Hallöchen. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob Rainer heute da ist. So, ja, grüß Gottchen, lieber Eugen. Ich möchte, dass du Fossilien analysierst. Wow, ziemlich viele, 11 Stück. Zack. Auf jeden Fall was Neues. Jawohl, kann ich wieder abhaken. Ja, geil, Alter, noch drei Fossilien und dann haben wir es endlich. Die Fossilien sind dann schon mal komplett. Kann man schon mal ein Thema abhaken. Ich werde natürlich weiterhin immer schön Sachen holen. Eins nur, schade. Dunkleos Toys. Hä? Das habe ich gar nicht auf der Liste. Okay, dann fehlt mir anscheinend doch noch mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ist das ein ganzer Dino oder? Ja, habe ich noch nie was von gehört. Also, show me your wissen. Dunkleos Toys lebt lange vor den Dinosauriern. Es handelt sich dabei um eine Art gepanzerten Fisch. Seltsamerweise wurde er nur Fossilien von Kopf und Schultern gefunden. Den Rest müssen wir uns vorstellen. Sein Gesicht mag schaurig sein, doch vielleicht hatte er putzig Schwanzflosse und kleine Tätzchen. Solche Spekulationen sind nicht wissenschaftlich, sozusagen paläontologische Tagträumereien. Aber dazu stehe ich. Und das war's dann auch. Hä? Also echt krass so. Dann fehlen uns anscheinend doch noch mehr als drei Fossilien. Okay. Aber trotzdem cool, dass ich was Neues gefunden habe, was Neues bekommen habe. Anscheinend war das auch eine Daily-Fossilien zu analysieren. Finde ich nicht schlecht. So. Und dann gehen wir jetzt. Ach mein Gott, die 17 Uhr Musik. Dann gehen wir jetzt nochmal dahin. Und schauen. Das Blumenfeld wird langsam. Das ist beautiful. Freue mich. Und jetzt habe ich, wie gesagt, hier durch. Also ist echt nicht so viel Platz, ne? Muss man mal sagen. Ich habe aber schon eine Idee, wo ich den Gong hinstellen kann. Hier ist dann noch Platz. Hallo, ich sehe nichts. Oh, so weit geht es noch. Ups, das wusste ich nicht. Das sieht man halt überhaupt nicht, ne? Straßenlampe, Saunaofen, Gong, da. Hat er da Platz? Ja, perfekt. Nee, Angel mal weg. Ha, cool. Aber ich schiebe ihn jetzt mal ganz am Rand. Beziehungsweise eins vielleicht noch zurück. So viel Platz brauche ich gar nicht. Richtig cool. Was habe ich denn hier noch? Ah, ich werde erstmal die anderen Sachen aufstellen. Gartenbank war doch hier gerade. Oh, ich habe sogar Platz. Nice.
So, komme ich da durch? Perfekt. Hallo. Ja, ich glaube, ich werde sogar mal kurz die Insel-Designer-App starten. Einfach nur, dass wir da den Weg noch drunter bauen können. Bauarbeiten beginnen. Genau. Ich glaube, das schaut nämlich besser aus. Ich habe auch den Tisch einfällt nach unten geschoben hier. Ich glaube, das sieht man sogar. Ich brauche den... Ich weiß immer noch nicht, ob Ziegel besser wäre, aber jetzt habe ich schon den Holzpfad genommen, ne? So, ups. Ne, hier ist schon mal gut. Und ich schätze mal hier noch. Damit ich auf beiden... Oh, das ist aber... Wenn ich hier noch... Kann ich da dann noch die Laterne hinstellen? Ich glaube nicht, oder? Können Sie mal ausprobieren. Straßenlampe. Doch, ha, perfekt. Also bis jetzt zumindest perfekt. Ah, jetzt natürlich noch... Ich heb das mal kurz nach vorne. So. Mhm. Oh, ich komme sogar noch durch. Dann die Bank. Wo ist denn die jetzt? Gartenbank. Ja, aber perfekt, glaube ich, oder? Ah, ich muss von der Seite platzieren. Ja, so gefällt mir das. Ah, ich glaube, ich lasse sogar tatsächlich so, oder? Oder? Ich bin mir... Ja, keine Ahnung. Da müsste ich halt die Bank auch noch... Also... Ah, nerv mich halt nicht, du blödes Spielteil. Da müsste ich halt das auch noch meinen Fleck nach vorne. Deswegen mache ich das jetzt mal. So. Nee, ich finde es schöner so. Und das auch noch mal eins zurück. Auf der Ecke. Kommt man hier zwar nicht gescheit durch. Achso, ich habe keine zweite, stimmt. Ja, dann haben wir den Platz jetzt auch genutzt. Die Straßenlaternen sind auch echt dünn, ne? Okay. Ah ja, genau. Ich wollte noch gucken, ob ich den Tisch hier vielleicht umdesignen kann. Kommen wir ja ganz flott durch. Der Ball hat eigentlich rein theoretisch schon noch Platz. Oh, da kommt gerade ein perfektes Geschenk. Sehr cool. Nehme ich mal mit. Ja, also im Prinzip wird es jetzt voll, aber mein Gott, so ist es halt. Die Frage ist halt, komme ich dann immer noch... Komme ich hier noch durch? Nö. Das ist halt das Ding. Naja, ich hole mir jetzt als allererstes das Geschenk und dann werden wir an dieser coolen Werkbank ein bisschen umgestalten. Oh no. Oh no, meine Schleuder ist kaputt. Wie viele fehlen uns denn jetzt noch? Ich weiß es gar nicht. Zwei Dailies haben wir auch geschafft. So, wo ist denn das? Da. Alles klar, noch 59. Ja, das geht ja. Jetzt habe ich voll vergessen, die Nukemein Plus mir zu holen. Einmal Fossilien analysieren und einmal mit drei Bewohnern reden. Ist ja alles easy. Perfekt. 20 Unkraut verkaufen, das hatte ich auch noch nie. Also, was ist denn da drin? Schlafsack, ja toll. Brauche ich ja. Volle Kanne. Nein, nicht herstellen, umgestalten. Fast noch verkackt. Ah, ich liebe die 18 Uhr Musik. Meine Güte, das ist echt krass. Bambus Bento, Bambus Lautsprecher. Ah, okay, nur die Sachen kann man umgestalten. Ich mach's in dem dunklen Design. Einfach nur, weil die Badewanne auch in dem ist. Dann passt es besser. So, Bambus Bento wurde umgestaltet. Dann den Lautsprecher. Ich schätze mal in denselben Farben, ne? Mhm. Schaut aber edel aus, ne? Ich finde zwar eigentlich die Originalfarbe besser, aber passt jetzt halt, wie gesagt, besser dahin. Und dann noch den anderen Lautsprecher. Ja, ich finde tatsächlich das Original cooler, aber naja, ist egal. So. Ich habe auch gerade so eine Überlegung. Moment. Mal testen. Wie wäre es, wenn ich da eins breiter das mache, damit ich da noch durchkomme? Ich weiß es nicht. Oder den... Ah, hier komme ich doch noch. Nee. Wieso zum Teufel komme ich da nicht durch? Achso, da kommt halt noch ein Stuhl hin. Also, ich glaube, das war alles too much, wenn ich das mal so sagen kann. Ah ja, den Tisch kann ich nicht umgestalten. Haben wir das... ja, das Ding ist halt, jetzt muss ich den wieder gescheit dahin platzieren. Nein, nicht den Kirschblütenzweig. Oh, perfekt. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Sehr, sehr cool, dass das so gut geklappt hat. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ah, die Bambussachen. Den Blüten. Ja, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den Ball auch nicht.
den Saunaofen, der muss hier auf jeden Fall noch hin. Schlafsack nicht. Ja, auf jeden Fall die unteren Sachen jetzt hier. So, dann will ich aber sogar sagen, ich werde das hier doch noch ein Stückchen so. Geht's noch eins nach hinten jetzt? Ja, perfekt. Kommt hier ein Lautsprecher hin? Wieso? Ist der so riesig oder was? Ja, der ist tatsächlich echt groß. Das habe ich gar nicht erwartet. So, und dann auf die Seite noch einer. Die Frage ist, warum ich den eins zurückschieben kann und den anderen nicht, aber okay. Das muss schon gleich sein. Deshalb schiebe ich den auch noch eins nach vorne. Komme ich da jetzt durch? Nö. Okay. Und Musik kann ich tatsächlich anmachen. Nee. Din, din, din. Das ist mir zu japanisch. Vielleicht einfach nur den. Nee. Vorgestern. Den fand ich ja voll cool. Dann werde ich den hier spielen. Und hier natürlich auch nochmal. Ja, gefällt mir. Dun, dun. Ich muss ihn bloß nochmal einpacken. Wow, wie viel lauter das einfach ist, ne? Ist krass. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Nein, nicht das Bento. Nein, was tue ich? Meine Güte, alles nochmal hier zerstört. Ne, nicht den Saunaofen. Wo ist denn das jetzt? Zypressenbad, da. So blöd. Nee, es muss andersrum sein. Ich weiß nicht, das gefällt mir besser, wenn es andersrum ist. Dann ein Feld noch nach da. Dann da den Lautsprecher. Ist das einer? Ja. Ja, zurück damit. Jetzt bitte lass mich hier auch noch einen hinten hinschieben. So. Komm schon. Ja, es ist synchron. Oh mein Gott. Wie cool. Den Saunaofen, ich glaube, den werde ich jetzt doch hier hinstellen. Saunaofen. Nein, nicht den Ball. Der hier? Ja. Drehen. Boah, sieht schon echt nice aus, der Saunaofen. Nein, 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 falsche Richtung. Es schaut schon gut aus auf der Stelle, aber ich mag, dass es näher ist. Schon noch recht leer. Nee, nicht davor den Lautsprecher. Ja, vielleicht lasse ich ihn einfach hier mal. Hier auf jeden Fall wieder vorgestern rein. Also der Song gefällt mir auch. KK Soul ist einfach immer noch am besten, habe ich so das Gefühl, aber naja. Hier kann ich jetzt eigentlich immer noch was hinstellen, zum Beispiel das Kirschblütenteil. Nicht genug, was, wie viel Platz braucht denn das? Ja, aber kann ich eigentlich machen, ne? Mhm. Habe ich nicht mal durch, nö. Ich kann es ja noch ein Stück, oder? Kann ich so durch? Nö. Läuft hier denn jetzt die Musik? Ich hab's vergessen. Ja, alles klar. Dann kann ich es jetzt hier wieder vorstellen, weil es schaut einfach schön aus. Gibt ein bisschen mehr Farbe hier rein, finde ich. Und dann hier vielleicht noch irgendwas, eine Bank oder so. Habe ich da vielleicht dieses Bambusrezept? Es gibt nicht eine richtig schöne Bambusbank. Nee. Natürlich nicht. Da kann ich halt dann dieses Bento draufstellen. Habe ich irgendeine schöne Bank? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich könnte einfach so einen Steinhocker da hinstellen. Alles auch ein bisschen lame. Ah, ich mach's jetzt mal. Ist ja egal. So. Schön ist, wir können ja jetzt auch hier schon was herstellen. Herstellbar, perfekt.
Also habe ich vielleicht noch was Besseres. Ich könnte auch noch diesen Stein da hinstellen, aber es soll halt nicht zu japanisch werden. Es soll ja eher Entspannung werden statt japanisch. Ein Fass? Na, das schaut nicht schön aus. Jetzt mal diesen Steinhocker machen noch. Oh Gott, meine Schweinenase. Also da schaut sie mal nice aus. So, dann werde ich noch eine Vorgetränke. Ich weiß nicht, ob die da Platz hat, aber ich crafte sie einfach mal. Das ist noch so schön, wenn da Vögel dann hinkommen. Ja, wird schön entspannend dort. Das möchte ich umgestalten. Habe ich was? Ja, perfekt. Sind das die zwei Sachen? Nee, aber die Vorgetränke, die kann ich umgestalten. Was ist das? Natur? Ja, dann mach ich's mal weiß. Ich weiß nicht, ob das passt. Let's see. Vielleicht weil die Kirschblüten was Weißes haben. Passt das? Ich weiß es nicht. So, aber ja, den Sandkasten finde ich übrigens echt gut dort. Ah, hier muss ich hier durch, stimmt. Es ist echt so secret und dann kommt man hier so eine kleine schöne Stelle. Also es gefällt mir eigentlich ganz gut. Vorgetränke. Achso, ja, die kann eigentlich hier irgendwo hin. Komme ich halt nicht mehr hier durch, dann kann ich hier eigentlich auch zumachen, ne? Keine Ahnung. Oder hier. Na, da soll eigentlich der Steinhocker hin. Steinhocker. Und da kann ich das hoffentlich drauf platzieren. Ja. Boah, das werde ich dann aber da daneben platzieren. Vorgetränke. Hat die da jetzt noch Platz? Nee, das dachte ich mir eigentlich schon fast. Ja, ist irgendwie schwer, den ganzen Platz hier einzuplanen. Also, weil so viel ist es nicht. Was tue ich eigentlich wieder? Genau dasselbe machen wie gerade eben. Nee, dann möchte ich hier aber schon lieber die Zypresse haben. Das Ding ist halt, hier sieht man ja sowieso nichts, ne? Den Steinhocker dann hier nebendran. Oder stelle ich das dann zu sehr zu? Ich weiß es nicht. Ah ja, ich kann es ja da rein. Perfekt. Also ich glaube, ich mache dazu, dass man nur hier so reinkommt. Dann kann ich nämlich hier auch nochmal. Ja, ist besser. Steinhocker. Und da drauf das Bambus-Bento. Ich werde das jetzt nochmal kurz nehmen. So. Ja. Kann ich das Bam. Schiebe ich jetzt. Ja, perfekt. Alles klar. Okay, das ist meine kleine Wohlfühloase. Wenn ich mal zum Runterkommen will, dann komme ich hier hin. Kirschblüten kann ich da auch noch platzieren. Ja, so eben nicht, ne? Ich werde einfach mal mich so hinstellen, dann geht es gar nicht anders. Kein Platz dafür. Willst du mich jetzt verarschen? Gerade ging es doch. Ja. Nope, so nicht. Nein. Komme ich da jetzt durch? Ja, perfekt. Okay. Das ist meine kleine Wohlfühloase. Also mir gefällt sie. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons wieder. Das war eh nur so ein kleines Projekt. Hier kann man leider nicht so viel machen. Vielleicht werde ich hier irgendwann mal Custom Designs anwenden. Aber jetzt gefällt es mir so, wie es ist. Und ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Daumen hoch. Oder schreibt auch gerne einen Kommentar. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag.